Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge von dem Trivolo Big Pack. So, geht nahtlos weiter. Ich habe mir was überlegt, wir könnten einen Generator bauen, damit wir ein bisschen mehr Strom kriegen. Und da würde ich gern hier wieder einen von den Exfoliate Utilities Generatoren nehmen. Und wer mich kennt, der weiß Bescheid. Jetzt bei mir kommen so bescheuerte Aktionen wie, hier der Pink Generator. Der aus Sachen wie pinker Farbe. Ich wollte jetzt aber diesmal auf den Culinary Generator gehen. Der Culinary Generator. Was? Culinary. Okay, das reicht. Wir brauchen erstmal einen Survivalist Generator. Das heißt. 1, 2. Piston. Wir brauchen ein Furnace. Was brauchen wir noch? Was für ein so schön Craft. Sehr schön. Ne? Piston, Furnace und das war da noch Cobblestone. Jawohl. Survivalist Generator. Und wenn du kann ihn nehmen, brauchen wir nur noch einen Ofen und das war's. Den Rest haben wir dann schon parat. So, das Redstone, die Cinco Iron. Und wir haben einen Culinary Generator. Dann würde ich das Ganze mal so machen. So, was macht der Culinary Generator? Wir brauchen jetzt was zu mampfen. So. Gestern habe ich mal sagen, was der Culinary Generator macht. Wie ich das beiseite. Der Culinary Generator macht aus Futter Strom. Und das ist eigentlich nur mal so nebenbei eine kleine Energiequelle. Also darüber wird es nicht die ganze Energieverbrauchung laufen. Das bezweifle ich. Mal ganz stark. So, Karotten nehme ich jetzt einfach mal, weil ich jetzt nicht unbedingt von Karotten ernähren wollte. Aber wir werden später noch ein paar Farmen aufstellen. So kleine Monsterfarmen, Essenfarmen. Ich habe mir da so ein paar Sachen überlegt. Wir 17.000 los. Ja, das ist jetzt nicht allzu viel. Das reicht uns zu betreiben. Kann man mal so nebenbei machen. So, was wollen wir dann noch? Wir wollen Gold. Gold. Wunderschön gesegmelt, nächste Mal. Kann eigentlich so ein Brot. Komm, wir haben uns genug Weizen. Das hat mir ja ein bisschen mehr. Komm, wir machen einfach mal generell die Felder, während das da gearbeitet ist. So, ich könnte mal gerade über die Pläne reden, die ich hier zum Beispiel vorhabe. Und zwar hatte ich vor, ich wollte auf jeden Fall die Mürze von Nebeln arbeiten, mal. Der Mod scheint vielleicht interessant zu sein, auch sehr schön von den Strukturen, nenne ich mal, von den Sachen, die man da groß aufbauen kann. Und dann wollte ich arbeiten mit Bienchen, hatte ich ja schon angedroht. Mechanismen bin ich mir noch nicht so sicher. Also es wird bestimmt noch kommen. Aber ich weiß nicht, inwiefern wir das dann betätigt werden. Kann sein, dass ich da keine erste Arbeit drüber laufen lasse, sondern ich werde nur mal diesen
Okay, weil ich nur mal. Also ich werde von Mechanismen mal, gibt es jetzt einen Fusionsreaktor, wer weiß. Das ist genau mein Ding. Hier würde ich gerne mal versuchen aufzubauen. Ja, ich bin bloß nicht, wie ich weiß. Und dafür würde ich jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir relativ viel an Ressourcen zusammen haben. Wer auch mal gerne wissen, ich würde gerne mal wissen, was hier so dort, wo meine Energieversorgung läuft. Also könnten gerne mal so ein paar Vorschläge aufmachen. Weil ich habe da noch nicht so wirklich eine Ahnung von, was ich machen soll. Ob ich über Solar gehen soll. Was kann man eigentlich so in Solar? Hier den Solar-Generator. Würde ich eigentlich gehen auf jeden Fall. Wann ist Bedrock hier wenn nicht disabled? Dann muss ich. Ich bin jetzt gerade nicht so sicher, ob Bedrock hier disabled ist oder nicht. Ah, dann möchte ich mal kurz mit dem Typo ein bisschen kurz drüber plaudern. Weil das interessiert mich auch mal, ob der Block hier disabled war oder nicht. Ich habe bald keinen Überblick mehr, ob das alles disabled war oder nicht, aber naja, wenn er was meint, das ist sein Zweck. So. Wir sind auch immer noch am Überlegen, wie wir die, wie wir das Erzfarmen machen, also ob wir eine Kurve nehmen und so weiter. Das werden wir mal sehen. Und so. Verpackung immer noch. Kommen wir da rein. Dann machen wir wieder schon sofort. So, wie sieht das jetzt hier aus? Hier. Iron ist fertig. Schon mal hier rein tun. Ja, genau, auch das Eisen nehmen. So, was könnten wir jetzt noch machen? Was ich auf jeden Fall machen müsste, das könnten wir jetzt machen, als wo ich die Ressourcen gehen wieder rein. Ich müsste noch was Clay farmen. Und das könnten wir jetzt eigentlich mal gerade machen. Und zwar brauche ich Clay für die Comics. Und wenn wir dann später mit Immersive Engineering. Da drüben dann das Clay. So, das nehmen wir auch noch hier mit. Das nehmen wir auch noch. Komm, nehmen wir hier noch ein Excavator. Ich nehme jetzt alles mit, was hier geht.
Sachen, die wir schon vorher haben. Drei Stacks. Nochmal mal gelassen. Ja, und dann würde ich mir auch mal sagen, alles wird das sein. Ja, mit dem Knake könnten wir jetzt schon auch von Immersive Engineering machen. Vorher geht es kurz schlafen. Können wir ja noch gerade ausnutzen, wenn ich allein bin. So. Wenn wir mal hier das Buch nehmen, aber zuerst wollen wir das Buch weg. Das, das und das. Und das Salz kommt mal hier rein. Na? Das wollte ich noch rausholen und wieder was Eiweiß nachlegen. Warte. So, das Engineer's Manual. Schauen wir mal nach. Hier. Ore Processing wollen wir natürlich so weit in den Kokofen. The Kokofen is the first important. Blablabla. Kurz gesagt, der Kokofen ist das erste Wichtige, was man machen müsste. Wir brauchen 27 Blöcke davon. Warte. Und nur Sandstone. Okay, 7. Es kommt 2 raus. 27 brauchen wir. 27 durch 2 geht auf, also 14. Okay. Ah, das wird mir zu den Leuten. Ich bin gerade mal überlegen, ob da ein Stack reicht. Ja, wir machen noch ein Stack an Clay. Und dann wird das raus. Lassen das mal durchbrutzeln. Können wir mal ganz kurz das tun, das da rein und komm, Osmium, eiskalt. So, und dann gehen wir mal los und fahren noch ein bisschen Sand, weil das soll ich nicht nehmen. Okay, ich muss die Musik sowas von dringend ausmisten, die geht mir dann wirklich auf die Eier. Ich brauche echt einfach mal, also wer da irgendwie was hätte, könnte mir gerne mal eine Nachricht schreiben. Irgendwie war ich bisher noch nie so wirklich zufrieden mit der Musik. Ich muss mal mit dem Weg reden und so weiter, ob die irgendwas haben. Also ich weiß, dass die Musik von Balloonhead benutzen und hier von WoW. Aber ob die mir das so gefallen wird, weiß ich nicht. Also, Balloon finde ich, das hat noch schöne Musik, aber WoW? Ja, ich muss einfach mal schauen, was ich da so finde. So, dann können wir eigentlich direkt auch schon zu Sandstone craften. Wir brauchen uns zusammen. Wir brauchen nur noch 9. So, dann haben wir wieder was an der Vorrat. Komm. Nee, kannst du mir das hier nochmal ab, dann haben wir wirklich wieder Vorrat. Sehr schön. Ah, jetzt haben wir wieder schön viel Sand. Kann man immer gebrauchen. Boah, ich finde diese Windmühle voll cool. Ah ja, der Spiel hat auch hier in der Monsterfarm gearbeitet. Ah, wer der Mann da? Ja, wo ist denn deine Mama, kleiner Scheißer? Ja, hier ist sie. Ja, den Berg muss eigentlich auch noch schön was draus machen. Achso, das ist eine Monsterfarm, die nur 100 Helfer ist. Wieso sind da so viele Mobs? So. Das reicht jetzt aber. Da haben wir 14. Das tun wir mal zurück.
Oh nee, ne? Super. Ach, verdammt, ist das vielleicht nur so Flavor. Juhu, und was macht man in der Zwischenzeit? Ich kann überlegen, was man machen kann. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, komm, wir holen jetzt natürlich die 6 raus. Ich weiß nicht, das Schwert mal weg, aber auch mal eh nicht. So, Clay dahin. Dann können wir mal bitten, die ersten 2 Korbbrocken zurück zu machen. Das waren 3x3 Block und den machen wir einfach mal hier rein. So, der Korbbrocken ist mal fertig. Ich glaube, einige lachen sich schon voll zünden. Also ich bin mal gespannt, ob wir auch Immersive Engineering Quests unter den Zuschauern haben. Also ich finde es ganz ehrlich, hier sind wir komplett neue Mods gemischt. Komm, das habe ich halt mal auch durch. So. Also den machen wir noch fertig und hört auch mal wieder auf, weil ich habe noch genug vorproduziert. Jetzt eigentlich heute haben wir den Donnerstag und die Games haben wir schon angefangen und morgen und übermorgen bin ich da. Und ich bin noch mal, ich glaube, ich versuche mal ein Video, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich habe keine gute Kamera dafür. Also ich würde da gerne mal was so machen. Vielleicht kann man auch mal schauen, dass man da so ein kleines mit den anderen, dass ich wieder da so ein kleines Gewinnspiel mal auch organisiert bekomme, wenn ich irgendwas Gutes gefangen bekomme. So, vorne sieht es jetzt schon ganz so schlecht aus. Immer schön nachlegen. Was machen wir so? Was brauchen wir noch? Da war noch ein Werkzeug, was wir brauchen. Engineer's Hammer. Hammer. Carpenter. Oder hier Engineer's Hammer. 2 Eisen, 1 String und 2 Stickies. Wir müssen das String von deiner Mama. So. Sorry, der muss da jetzt mal sein. So. Flop. Flop. So, das haben wir dann hier dabei. Machen wir in der Zwischenzeit nochmal was. Ja, das können wir so schön lassen. Wir können hier das nächste Erz reinschmeißen, wovon auch noch nichts liegt. Blei! So, den Korkofen wechseln wir nicht rein. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch die letzten. Jetzt fast fertig. 3 Stück nur noch, das heißt, wir brauchen hier nur noch die letzten Wicks. Gonna wick them all, Minecraft. Oh, okay. Kumpel von mir ist gerade bei der Gamescom, also heute am Donnerstag, und theoretisch gesehen könnte man da gratis rein. Weil die Ticketschalter davon sind effekt.
So, das ist jetzt fertig, dann müssen wir, wenn ich das nicht verstanden habe, nur noch richtig machen. Und wir haben den Coke-Oven. Jawoll. Oh, das ist viel besser als erwartet. Komm, machen wir das hier raus. Die Würze kann man vielleicht irgendwann noch brauchen. Komm, dann haben wir wenigstens schön 8. Wer weiß, wofür man es gebrauchen kann. Das da rein. Den tun wir mal hier rein. So, was ich jetzt nochmal ganz schnell tun würde, wir nehmen jetzt hier einen Stack Kohle, hauen das hier rein und machen daraus Coco und kriegen dann hier, wie lange braucht das circa? Das ist Charcoal? Nein, das wollte ich nicht. Coal Coke, das braucht 1800. Diese Folge müsste eigentlich am Sonntag rauskommen, wenn ich mich nicht täusche, aber das werde ich sowieso. Würde ich jetzt sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn ich eine Kritik, also in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich von der Gamescom wieder da bin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns dann mit einem kleinen Gewinnspiel wieder. Ich weiß es nicht, ob ich es versprechen kann. Ich muss schon, wie gesagt, was ich organisiere. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.